Hey Leute und guten Morgen. Mir ist heute echt mal ein bisschen kalt hier. Die Sonne ist nicht da und ich habe hier nur ein T-Shirt, weil ich dachte, es ist warm. Ist es aber nicht. Es wurde ein paar Mal gefragt, warum sage ich immer Hackslash, 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 Hashtag, Hackslash oder 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 Hashtag. Das ist ja wohl nicht die Frage. Gottes Willen. Hashtag heißt das natürlich eigentlich, aber Maria hat sich mal versprochen in einem Video. Hallo meine Lieben, wir wollen gleich einkaufen fahren. Und zwar Hackslash, mein kleiner Biogarten. Max hat das denn auch nochmal aufgegriffen, das Thema Hackslash. Wenn aus Hashtag Hackslash wird. Ziemlich witzig. Hackslash. Peinlich. Oder peinlich. Natürlich, Daumen hoch darf nicht fehlen. Kommt's am Anfang? Ja. Ab heute haben sie eine ganz tolle Aktion zum Sammeln. Und zwar Hackslash, mein kleiner Biogarten. Voll die dumme Mutter. Das geht gar nicht. Und das Schlimme ist ja, kein einziger hat es korrigiert. Am Anfang saßen alle hier um mich herum. Keiner hat was gesagt. Und seitdem ist das irgendwie drin. Hackslash ist der neue Hashtag. Für uns ist so ein kleiner Insider, kleiner Witz. Genauso wie es einen Witz gibt, den wir, also intern, immer wenn wir irgendwo längs fahren und irgendwo ist eine Baustelle oder eine Kiesgrube, dann sagen wir jedes Mal, Mann, wie lange bauen die denn hier schon? Und das hängt damit zusammen, dass Max mal, als wir an einer Kiesgrube vorbeigefahren sind, da war er noch ein bisschen jünger, da hat er gesagt, Papa, wie lange bauen die denn hier schon? Also er dachte, das ist eine Baustelle. Wenn ihr auch solche Insider-Witze habt, so familieninterne Jokes, schreibt die doch mal unten in die Kommentare rein. Bei uns gab es noch von früher auch noch so einen kleinen Joke. Und zwar hat bei uns aus der Familie immer jemand, wenn wir an einem Rapsfeld vorbeigefahren sind, Grapschfeld dazu gesagt. Derjenige, der sowas gesagt hat, als er noch klein war, ist natürlich immer nicht so begeistert davon, wenn man das sagt. Aber ich finde das einfach lustig, ein Grapschfeld, weil das ist ja so schön gelb. Sieht aus, als wenn das Blumen sind, die man sich da dann natürlich mal so kurz weggrapschen kann. Und deswegen heißt so ein Feld natürlich auch Grapschfeld und nicht Rapsfeld. Hashtag ist so ein kleiner Witz. Hackslash, Hashtag. Das werde ich wohl immer weitermachen, weil ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe immer Hackslash gesagt und Marie hat das deswegen übernommen. Das ist also gar nicht ihr Fehler gewesen, sondern meiner. Peinliches. Egal. So, jetzt ganz kurz mal erklärt, woher dieses Hackslash kommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.